Yo, 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 mic check, mic check. Nein, das war cringe. Zum neuen Video. Und zwar geht's heute die Hip-Hop.de Awards. Ihr könnt selber noch abstimmen bis 4. Januar. Ja, gut, hier steht viel Text, aber ich denke, wir gehen direkt zum Vote selbst. Ihr könnt es euch alles sehr, sehr gerne durchlesen. Einfach kurz Video pausieren, dann seht ihr das hier. Regeln gibt es auch, aber ich denke, wir ziehen es einfach durch, wir voten. Wir können ganz kurz noch einen Blick auf die Regeln werfen. Was steht denn da drinnen? Regeln. Okay, zustande. Über die Jury. Und ich habe gesehen, Tubos drinnen. Wer noch alles drin ist, weiß ich nicht. Ah, doch, hier steht's. Tubo, Alina, Amin. Okay, ich scroll aber drüber und sage, wenn ich irgendwen finde, der mir spontan was sagt. Der Pi sagt mir irgendwas, ja. Aber jetzt Roos kenne ich. Ja, sonst sagt mir das tatsächlich nicht viel. Backspin. Ja, interessant. Aber Tubo hat ja auch Ahnung von dem Business, ne? Aber wir starten jetzt direkt rein. Wie gesagt, ihr könnt das alles auch nochmal abchecken. Link zu dem Ganzen auch in der Beschreibung und dann könnt ihr das alles ansehen. Das beste Album international. Es geht schon mal hart los, weil ich tatsächlich von denen wahrscheinlich den wenigsten kenne. Ich höre zwar sehr gerne Rap, so ist es nicht. Aber ja, ich habe wenig der Hip-Hop-Alben wirklich viel gehört. Gehört habe ich Genetik. Asche. Dann hört es auch wieder auf, ne? Capital Bra, Fred Bang, das habe ich gehört. Louis habe ich gehört, tatsächlich, das war auch nicht schlecht. OG Kimo war stark. Und die anderen habe ich ein bisschen durchgeskippt. Free Spirit habe ich auch ein bisschen gehört. Ist gar nicht so einfach. Wir müssen tatsächlich jetzt mal kurz schauen, welches das Louis-Album jetzt war. Weil das Problem ist, dadurch, dass eben so viele Alben immer rauskommen, weiß ich immer gar nicht, welches Album jetzt ist. Internet Baby, das habe ich tatsächlich gehört. Da gab es schon ganz coole Lieder drauf. Aber jetzt nicht so mein Lieblingsalbum. Ich denke, ich schwanke zwischen Genetik, Asche und OG Kimo. Ich würde mal OG Kimo nehmen, da gefallen mir durch die meisten Lieder. OG Kimo hat ja tatsächlich jetzt auch am 23. ein neues Album rausgebracht, das habe ich noch gar nicht gehört, das muss ich mir auch noch anhören. Aber ich muss sagen, OG Kimo, Mann, das ist ein sehr, sehr starkes Album. Mir gefallen zwar nicht alle Lieder, aber viele. Ich finde Regen auch einer der besten Lieder von ihm, aber gut. Das ist Album International, okay, das wird spannend. Ja gut, ich sehe jetzt schon, boah, oh nein, das wird schwer. Okay, da habe ich jetzt schon ein paar gehört. Gehört habe ich Kendrick Album, Denzel Album. Okay, das war's dann glaube ich auch schon wieder. Ja, cool, ne? Aber es ist schwer zwischen den beiden zu entscheiden, aber sorry. Sorry Kendrick, Denzel Curry, das Album ist einfach so gut. Ich würde sie beide auch wirklich auf einer Ebene setzen, aber ich denke, weil ich Denzel Curry einfach als Artist auch viel mehr mag, auch als Mensch so, der ist mir auch sympathischer, deswegen würde ich lieber Denzel Curry voten als Kendrick. Ich denke, das passt. Dann Newcomer des Jahres. Chiago ist nice, aber ich mag tatsächlich diese ganzen, ich nenne es mal Ballermann-Rap, ist nicht so meins. Ich finde Schachbrett, so ein geiles Lied von Chiago. Wenn alle Lieder in dem Style wären oder so, wäre es nice, aber die meisten Lieder gefallen mir von ihm leider nicht. Nina Chuba, muss man sagen, absolut krass Performance. Also wirklich, Eli Preis auch wirklich stark. 1986 taugt mir nicht, I'm very, very sorry. Sonst kenne ich tatsächlich nicht so viele. Saudi kenne ich, Paul Hartmann kenne ich, Zillon sagt mir auch was. Eli Preis live gesehen. Nina Chuba schon ein paar Mal, doch schon zweimal live gesehen. Ich würde Nina Chuba nehmen, weil ganz ehrlich, die ist von den ganzen wirklich der Newcomer des Jahres. Klar, sie hat vorher schon Musik gemacht. Ich tatsächlich, kleiner Funfact zu Nina Chuba. Ich habe von ihr das Lied, ich muss kurz schauen, wie es heißt. Ich glaube, Lips Shut heißt das Lied. Ich schau mal kurz nach Nina Chuba. Lips Shut. Lips Shut, ja genau, hier. Das Lied habe ich gehört damals. Es ist 2019 rausgekommen. Habe ich gehört, dachte mir, wow, ultra coole Stimme, ultra cool. Da hat nämlich Nina Chuba auf Englisch noch gesungen. Das heißt, ich kenne Nina Chuba schon seit 2019 und damals, tatsächlich auch schon von damals, Pfefferkörner, habe ich auch manchmal geschaut. Sind die Pfefferkörner? Nee, doch, ich glaube, diese, wo sie halt mitgespielt hat in der Kiga-Sendung, ne? Und man muss sagen, Nina Chuba, wirklich, hat es mehr verdient dieses Jahr als Newcomer des Jahres zu gelten. Also muss ich sagen, Eli Price auch echt gut, aber ich bleibe mal hier bei Nina Chuba, weil Chiago mir die Entwicklung nicht so gut gefällt, leider.
So, Newcomer des Jahres. Aber ich will auch sagen, ne, es gibt in YouTube auch, be auch bessere Lieder als Wildberry. Was meine Lieblingslieder von Yatsuba sind Lips Shut. Hört euch das mal an. Dazu finde ich das Lied. Ah, ich finde es gerade nicht. Hat sie ein Album? Ne, glaube ich noch nicht. Jetzt habe ich ein Lied angemacht. Stopp, hör auf, ein Lied anzuspielen. Ich nehme mir gerade auf, das wäre blöd. Alles gleich, ich finde es gar nicht. Aber alles gleich ist mein Lieblingslied von Yatsuba. Sehr, sehr fresh. Und wie sieht das Cover von ihr komisch aus von ihrem Album Class? Aber nevermind. Aber Nierchuber wäre auch hier ein Act, wo ich mir überlegen könnte, vielleicht mal aufs Konzert gehen. Oder halt bei irgendwelchen Festivals auf jeden Fall anschauen, ne? Wir machen weiter. Newcomer des Jahres International. Ja, gut, da ist es tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil ich da die wenigsten kenne. Finde ich schade, dass man sich hier nicht enthalten kann. Babytron, habe ich. Flomilli habe ich mal gehört. VW. Sagt mir VW was? Ich will auch nicht VW. VW. VW ist ein Rapper. Was? Nee, irgendwie nicht. Chlorilla, Flomilli. Flomilli. Kenne ich Flomilli? Eine Rapperin. Die habe ich mal gehört. Aber ich kenne die alle nicht, Mann. Latto. Rillery Banks. Also das finde ich immer ein bisschen schwierig, da jetzt wen rauszunehmen, weil ich niemand kann. Babytron sagt mir noch irgendwas. Babytron. Babytron? Nee, sagt mir alles nichts. Also ehrlich, ich nehme Flomilli, weil von, das ist der einzige Name, den ich wirklich gehört hatte, von denen wirklich. Bestmals International. International ist mal, okay. Powerade, also aka MGT Kids. Tilo, we made it. Commitment Issues ist nice. Schlimm, finde ich lustig. Gutes Lied. Kenne ich nicht, I'm sorry. Ich habe es nicht gehört. Zukunft Pink ist ein netter Song, eigentlich ganz geil. Oh, Chanum ist auch ein gutes Lied. Lieb Chanum, jetzt habe ich es oft runter gehört, ne? Hot Summer ist okay. Ich muss sagen, es gibt so viele gute Shindy-Lieder, aber das ist halt nicht in meiner engeren Auswahl, ganz ehrlich. 12 Mods sagt mir nichts. Kleiner Prinz fand ich nicht so spannend, ehrlich gesagt. Kenne ich nicht. Aber war der Mann im Haus. So gutes Lied. Habt ihr den Ratar-Film geschaut? Also, wer ihn nicht gesehen hat, checkt ihn auf jeden Fall ab. Ein richtig guter Film. Sehr, sehr nice. Versage aber auch nicht schlecht. Paradise. Nee, das war dieses Coldplay-Verschnitt. Fand ich ja nicht so nice. Also, ich finde das Coldplay-Lied halt eigentlich ganz gut und. Diese Anfangszeichen-Cover-Version. Wildberry ist halt ein Klassiker, aber würde ich jetzt hier nicht wählen. Ich denke, wir haben Nina Chuba schon zum Wild, zum Durchbruch des Jahres, wie heißt das? Newcomer des Jahres, genau. Genannt. Das kenne ich nicht von Juju, tatsächlich, von Juju. Fühlt das auch? Nein, nachts wach. Mochte ich nicht. Sie sagt mir, ist das auch nicht wirklich was. Ich würde Chanim nehmen. Eine engere Auswahl wäre noch Commitment Issues, Young Hoon mit Schlimm. Das ist das letzte Lied, was noch so, was ich noch geil fand. Danach die Lieder waren alle so okay. Aber naja, nicht okay. Ich muss sagen, in der Nase war noch okay, aber das kannte man ja von Live Auftritten, soweit ich weiß. Aber die neuen Lieder sind ja alle, also dieses Tape, was er rausgebracht hatte, fand ich absolut schrecklich. Schlimm fand ich noch ganz cool. Aber Chanim fand ich wirklich. Strong den Song, habe ich wirklich auch runtergehört, deswegen nehme ich den hier. Best Song International. Scheiße, ich kenne die alle nicht. Ich glaube, das kenne ich Push. Die habe ich schon mal gehört. Auch First Class war sehr gut. Apollo, das ist aber auch so ein Meme-Song. Ne, First Class oder Poland. Das ist gar nicht so einfach, Mann. Die sind jetzt auf. Ich müsste jetzt so wissen, welchen Song habe ich von den beiden häufiger gehört. Das müsste ich jetzt wissen. Naja, ich muss sagen, ich finde First Class qualitativ hochwertiger als Poland. Deswegen wählen wir das. Bestes Video International. Wieder National, nicht International. National. Nom nom nom. Videos schauen, das ist natürlich auch eine Sache. Mache ich nur von meinen Hauptacts, ehrlich gesagt. Das Versager-Video war ganz nice. Itachi Flow. Die habe ich auch gesehen, das war auch nicht schlecht.
Was ist das denn für ein Lied? Das habe ich noch nie gesehen hier. Von der UFO, okay. Aber das ist die. Oh, oder nehmen wir. Ne, wir nehmen hier. Kannst bei Haiti. Nein. Sie haben Haiti falsch geschrieben, Leute! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Oder bin ich gerade blöd? Die haben doch Haiti falsch geschrieben. Haiti schreibt man doch anders, ne? Ja, oh Mann, die haben das erste Y, also das erste, nehmen das Y und das erste I verwechselt. Schaut mal, wie das Hai, dann Y und dann TI. Oh Mann, oh, hiphop.de. Oh, ihr seid ein Hiphop. Hat niemand drüber gelesen, egal. Damals. Ich würde das nehmen, weil es wirklich cool ist. Das Video ist von denen eigentlich am besten. Und das Lied ist auch geil, ne? Obwohl ich das ohne Casper sogar noch besser finde. So, bestes Video, sehr schnell. International. Da habe ich Poland gesehen. International jetzt. First Class habe ich, glaube ich, nie gesehen, das Video. Wonderful World. Wieso habe ich das Video noch nie gesehen? Okay, wir nehmen jetzt mal Poland, weil ich das Video gesehen habe. Ist jetzt so. Ich kenn's halt, ne? Ich kann nichts wählen, was ich nicht kenne. Oder nicht gesehen habe. Beste Gruppe National. AZ und Suna. Ups, glaube ich, hab's kopiert. AZ und Suna ist für mich jetzt nicht unbedingt eine Gruppe, aber gut. Rapcore. BAZ ist cool. Aber ja, taugt man ja auch nicht alles. Kwame und Tom Hanks. Ja, Chill Up, die ist halt. Ja, am besten. Immer Chill Up, die bisher. Bugatti Line ist auch nice. Genetik ist einfach krass. 0,99 ist auch okay. Bolo Boys, Fred Banker, der Bruder. Aber schon Tag 32 sind das schon mächtig. Wobei ich von denen jetzt tatsächlich sagen würde, von den Sachen, die rauskamen, fand ich Forti und Jamul haben halt wirklich ein ultra nices Pacing. Die passen so gut zusammen, muss man sagen. Ich muss sagen, von Kool Savas und Tag 32 gab es bisher auch noch zu wenig Lieder. Wenn die ein Album zusammen raushauen, boah. Das würde schallern. Was hat denn Takt das letzte Mal was rausgehauen? Außer die Feature, die da jetzt bisher. Der war auf einigen Sachen dabei und es wäre auch geil, ich weiß nicht, ist schon angekündigt? Dass Savage und Takt das ein Abo machen? Wäre sehr geil. Wäre sehr, sehr geil. Aber bisher hat Forti und Jamul auf jeden Fall sehr guten Job gemacht, muss ich sagen. Nehme ich die beiden jetzt mal. Beste Gruppe. Gut, da brauche ich nicht lange überlegen. Ich liebe die beiden. Das ist einfach nur extrem nice. Gibt es noch irgendwas anderes, was mir noch irgendwie in den. Oh, nee. Nee, wir nehmen hier. Ja, Krabby Baby nochmal. Ich liebe die beiden. Richtig nice. Track 21 Search. Album habe ich nicht gehört. Ich glaube, das passt so. Bester Live-Act. Boah, da können wir jetzt wieder lange philosophieren drüber. Finch habe ich live nicht gesehen. Wen habe ich live gesehen? Blade habe ich live gesehen. Schmidt habe ich live gesehen. Lucian habe ich live gesehen. Bernstein habe ich live gesehen. OG Kima habe ich live gesehen. Bolo Boys habe ich live gesehen. Juju. Oder das. Tondra habe ich nicht live gesehen. OMG glaube ich auch nicht. Young Hoon habe ich live gesehen. KZ habe ich live gesehen. Apache habe ich live gesehen. Luca Nana habe ich live gesehen. Und Megalo glaube ich auch nicht. SCO ist ein sehr starker Live-Act drin. Leider nicht mehr. Ich mochte diese früher in Live wirklich gerne, aber. In den letzten Live-Shows habe ich nicht so wirklich begeistern können. KIZ, auch Live-Granaten, muss man sagen. Also SSIO, KIZ, Young Horn, auch nicht schlecht jetzt auf Live, aber es ist halt auch. Ja, es ist halt Young Horn so. Ja, es ist halt jetzt nicht unbedingt jetzt krasse Live-Show, einfach so Party, so ein bisschen mehr. PAZ reimen auch echt ab. Cooler Wasch, ich meine, wer soll Savage Live denn die Stirn bieten. OG Kimo Live auch krass. Bad Bombs Shay. Ich bin kein Bad Bombs Shay Fan, aber die liefert live wirklich. Man muss sagen, sie ist live wirklich stark. Schmidt auch live. Na gut, auch sehr, sehr humorvoll, wenn er sich mal versinkt oder so. Dann auf jeden Fall so, ja. Versungen, shit. Sehr, sehr cool. Also, sehr sympathisch. Blade war live auch ganz funny, muss ich sagen. Wobei, ja, diese. Ja, wie soll ich sagen, die Acts, die halt auf dem Playground sind, die verbringen halt die Hälfte der Zeit mit zu sagen, oh, ich bin auf. Und das ist halt manchmal ein bisschen anstrengend. Aber gut, kein so vom letzten Splash reden. By the way, dieses Splash gehe ich, also 2023, also nächstes Splash, gehe ich wahrscheinlich nicht, weil es ja irgendein anderes Festival in München geben soll und es ist ein Wochenende davor. Da gehe ich da wahrscheinlich hin.
Nur als kleinen Reminder. Geht ihr auf Splash, könnt ihr meine Kommentare schreiben. Und habt ihr von diesem Festival in München gehört? Schreibt gerne in die Kommentare. Aber gut, hier gegen Savage kann man eigentlich niemanden voten. Außer man hasst Savage. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht, wie es möglich ist. Aber gut. Bester Produzent national. Okay, das ist schwierig tatsächlich. Stickel ist stark. Sick, Hafengenetik, ne? Trudy ist halt Klassiker. Champ hat auch ein paar gute Sachen. Mixo McCloud, Chugglers, besser ist denn. Oh, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Was soll ich dann nehmen? Ich muss mal kurz was gucken. Ich muss ja wirklich was kurz gucken. Wegen dem hier. Ob was von wem das hier produziert ist. Hops, wer ist denn Hops? Ist der Hops auch aufgeführt? Nein. Tatsächlich gar nicht so einfach, jetzt mich hier zu entscheiden. Käse und Beats, auch nicht schlecht. Funkvater Frank, klassisch, auch geil. Young Mash, also, es ist halt wirklich für Maxi, ist auch okay. Es ist halt wirklich Lucry auch. Es ist halt wirklich, Simon ist ja der bei UFO, ne? Ich find's ultra schwer, nur weil ich Stickle halt einfach. Keine Ahnung, ich mag die Beats von Stickle einfach. Ich muss sagen, ich mag von Stickle alle Beats. Nicht alle Lieder, aber alle Beats. Und deswegen würde ich mal als bester Produzent national mal voten hier. Okay, das wird jetzt schwierig. Bester Produzent national. International. Da würde ich fast Uzi nehmen. Gut, Pharrell Williams auch stark. Kenne ich Weezy, kenne ich Murder Beats, kenne ich Kanye West, Sternchen, was auch immer. Ich nehme mal Ozzy, weil die Beats von Ozzy sind auch immer wirklich stark. Beat des Jahres, nachts. Ne? Army Freestyle ist nice. Das habe ich nie gehört, das Lied. Mach kaputt. Mach kaputt ist Bombe. Playlist. Ich hab mir grad gar nichts, Mann. Schlimm ist so ein geiler Beat, Mann. Burberry Lee. Ist auch gut, muss man sagen. Cashmond, Madman. Sag mir grad nichts. Dark Knight. Ist auch gut. Dilemma. Bloodrave. FaceTime Love. Aber der Mann im Haus war auch gut. Aber wie viele mitgemacht haben? Bild. Ekbal Hajabi, ja, logisch. Das ist schwierig. Oh ja, guck mich an. Obwohl ich den Beat von Mach kaputt schon gut finde, muss ich sagen. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Schlimm ist auch irgendwie lustig. Aber wir haben ja Stickle vorher schon gewotet. Voten wir nicht nochmal. Lyricist des Jahres. Okay, das wird auch spannend. Wen wir hier nehmen. Anso kenne ich. Chani Suave kenne ich auch. So wen kenne ich davon nicht. Ambivu sagt mir jetzt gerade nichts. Lavio jetzt auch nicht direkt. Aber hier gibt es ja einige gute. Wen nehmen wir hier? Pöbel MC ist lustig, nice. Tag 32 ist ultra sick unterwegs. Lars Unlimited auch. Nur Takt taugt mir in der Hinsicht mehr. Das ist halt schwierig, so ein bisschen gegen Savage zu entscheiden, finde ich jetzt hiermit. Weil, also ich finde das wirklich schwer. Ganz ehrlich sagen. Ich meine, Savage, der hat dieses Jahr so gesehen ja kein Album rausgehauen, ne? Nee, Agodi war letztes Jahr. Krass. Also 2021. Ich weiß nicht, wann dieses Video kommt, das muss ich schauen. Also vor dem 4. Januar hoffentlich. Boah, schwierig. Asche hat auch gute Lyrics. Gibt's hier auch. Ja, den gibt's gar nicht, ne? Kappa. Von Genetik hier. Also Sick. El Caruso meine ich. Ne, Sick ist der Produzent. Das ist wirklich schwer, mich da zu entscheiden. Benziarek hat auch gute Lyrics, so ist es nicht. Megalo auch. Wo habe ich am meisten von gehört? Hier nochmal Savage. Oder nicht mal Asche, weil Savage hatten wir vor. Wir nehmen mal Asche, weil Savage hatten wir, wie gesagt, schon vor. Ich meine, ganz ehrlich, die ganzen Rindisses müssen vielleicht nicht sein, aber sonst ist doch voll solide. Macher des Jahres.
Macherin, wirklich? Also, da müssen wir doch eigentlich, oh Gott, Netsch übernehmen, die es dabei nicht gibt. Okay, dann halt nicht. Disaster ist auch gut vorangekommen. Was sagen, für Kapi war es nicht sein stärkstes Jahr. Syllables Bill ist fresh, habe ich auf dem Splash gesehen. Ciano, Hatar, Papier Sports. Also ganz ehrlich, ja, würde ich Hatar nehmen, allein mit dem Film und an sich, was er alles aufgebaut hat und wie er auch dazu steht, dass er halt auch, dass der Film war wirklich nicht schlecht und allein, dass er so einen Film, ja, rausbringen kann und allem drum und dran, da, ich denke, das ist eine nice Sache und als Macher kann man ihn so oder so auch bezeichnen, würde ich sagen, egal wie viel Dreck er am Stecken hat. Also ich denke, Xatar ist hier echt eine ganz gute Wahl. Ich saß da auch krass, aber da habe ich tatsächlich in letzter Zeit, ja, erst seit letztem kenne ich den so ein bisschen. Beste Zeile. Okay, jetzt kam er gut hier. Jetzt kam er gut hier quasi. Ja, auswählen. Sagt, alles wäre hier Plastik und die Texte schreibt ein anderer. Doch ruf vor der Arbeit an, ich bettel dich im Tanga. Finde ich vor Tanga ganz schrecklich, muss ich sagen. Egal wer singt und um was es geht, aber gut. Schmeißt du eine Bombe bei uns herein, wenn wir am Essen wären? Hat halbe Mio im Morgen einfach kein Text mehr. Das ist halt schon sehr gut, ne? Robbie Banks, du bist nicht true to yourself. Ich rap für Holy Face the Truth. Du brauchtest eine Vorwürfe. Danke im Netz. Ja. Auch bei Bust Explosive, ne? Ich brauchte 23 Jahre, bis ich merkte, dass ich statt zwei keine Heimat habe, außer meine eigene Straße. Und Frechus. Rap-technisch bin ich Survivor, du Berufsansteiger wie ein Zugbegleiter. Und Frechus, Mann. So ein geiler Name. Nee, das war ja der Kollege, der Ghostwriter von Kollege oder halt von dem Kollege viel geballt hat, soweit ich weiß. Meinem Dad geht es schlecht, seitdem ich denken kann, ich sehe ihn an, keine Angst, dass ich so enden. Kriege Angst, dass ich so enden kann. Ja, das ist halt einfach deep, aber. Ist ein deeper Text gleich ein guter Text? Also ist halt so ein beste Line, ist halt die Frage. Paschen im Fühler, Michi Paschen 2019, kurz entscheiden, dann nach Gold gehen. Ja, weiß nicht. Meine Cousin machte Geld mit Rocks, hätte 2000 Follower mehr, aber jede Side-Chick wurde geblockt. Migration ist kein Warenbezug, wir stapeln die Menschen in Lagern. Okay, ja. Ist auch ziemlich strong. Was haben wir hier? Elon Musk. F dein Mars-Projekt arschkalt und scheiß weit weg. Super Line, wirklich verdammt gute Line. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht ganz, warum erst jetzt alle sagen, oh, Elon Musk ist gar nicht so der tolle Mensch. Der ist ja, der hat ja viel Scheiße gebaut und das sage ich schon seit Jahren, aber mich hört ja niemand, ne? Wer mich kennt, weiß, dass ich noch nie ein großer Fan von Elon Musk war, aber jetzt inzwischen werden die Fans auch mal weniger. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Damit du mich verstehst, muss ich in Hundesprache dolmetschen. Lass mir ändern, damit du weißt, so könnte Erfolg schmecken. Ja, es ist auch eine gute Line, ne? Wobei ich tatsächlich jetzt die von den bisherigen nicht so ganz gut finde. Es gibt bessere Sabberschleins. Du sagst, die Wut ist eingeredet, die Empörung obsessiv, Unterdrückung kultiviert wird, mit Zerstörung konstruktiv. Oh, auch stark. Kenne ich gar nicht, muss ich sagen. Muss ich mal wieder mein Pöbel im See hören. N kommt und macht auf. Intensivsträfling. Okay, wo sein Körper war, ist jetzt ein Keith Haring. Sagt man das? Ist. Es geht okay mit eh gute Texte, muss man sagen. Für dich war Rap eine Branche, für mich die einzige Chance. Okay. So, auf jeden Fall legitim. Ich habe 1000 Ups und Downs auf den Straßen erlebt, habe hier im Ghetto nicht beim Markenamt den Namen geclaimed. Oh Gott, ich weiß nicht. Also ich kann Flair meistens nicht so ganz ernst nehmen. Ich glaube immer noch an Faith, er wurde ohne Eltern groß. Bruder, du bist ein Fighter, geh da raus und zieh dich selber hoch. Das tut mir im Herzen weh, weil Faith war halt echt mal ein Rapper, den man angesehen hat, aber was er inzwischen so getroppt hat, ist halt wirklich traurig. Santiago, Gold und Platin. Danach ein paar leere Funkstille. Achso, es sind zwei Lines? Ich weiß nicht, egal. Denn du hast mehr Stille, Teil. Ah, nee, das sagt er einfach nur so. Ja, das wäre das Album. Oder das Lied. Du hast mehr stille Teilhabe als Stummfilme.
Ja, ist okay. Ich bin kein großer Santiago-Fan, ich sag's ganz ehrlich. Vater Ben, die Villa, in der ich lebe, gehört keinem Stefan mehr. Meine Nachbarn denken ständig, dass ich Einbrecher wäre. Oh mein Gott. Sie reden von Armut, aber erleben sie nie. Doch wenn die Panzer exportieren, geht es um Demokratie. Auch guter Text. Obwohl die Sass auch bessere Lines hat. Jeder Post auf Social Media streichelt das Gewissen, aber bietet den Familien keinen Schutz von Luftangriffen. Ja, auch. Unter K. Wenn ich gerade einen Glückskeks rappt, hat er auch gute Texte, muss man sagen. Aber auch Glückskekse sind kaum gute Texte manchmal, ne? So, also ich schwanke zwischen. Was ist eine Bombe? Das habe ich mir über Texte mehr. Elon Musk und. Ja, wir nehmen das hier. Das ist einfach auch mal so ein Wachrüttler. Peter Fox hat sich getraut, Elon Musk zu kritisieren, als ihn noch gefühlt die halbe Welt vergöttert hat. Also halt Elon Musk. Ich meine, Peter Fox ist halt aber einfach ein Ehrenmann. So, bester Solo-Act national. Beng Sido, Ciano, Unique, UFO Alexisch, Beyoncé, Tilo, Reezy, Nachuba, Disaster, Kontra K, Paschalem, Kollegah, Liz, Megalo, Dardan, OG, Kimo, Kollegah oder Beardsports. Gut, also da ist es für mich echt relativ leicht, dass ich Sido nehme. Also von den Acts ist Solo-Act, muss man sagen, ist auch Sido objektiv weit oben mit dabei. Gut, bester Solo-Act international. Okay, da könnte ich tatsächlich Young Gravy nehmen, wenn es den gibt. Gibt's nicht. Okay, dann schauen wir weiter. Jack Harlow ist gut. Stormzy mache ich gerne. Future ist auch okay. Kendrick ist halt sick. Ja, nee, Little Baby ist auch okay. Aber ich ganz ehrlich, wir nehmen Denzel Curry. Denzel Curry ist einfach. Gehört auf jeden Fall zu den allerbesten Rappern überhaupt. Also, ich liebe Denzel Curry, muss ich sagen. Dann gibt es hier noch Zustimmung, Gewinnspiel-Voting. Was kann man denn machen? Es gibt. Ist ja geil, dass man ankreuzen kann, dass ich nur am Voting teilnehmen will und kein Gewinnspiel. Und dass ich machen könnte, ich will an beiden anspielen. Wieso kann ich denn beides auswählen? Das ist ja komplett dumm. Wenn ich das jetzt so machen würde, würde ich jetzt teilnehmen oder nicht. Wir machen mal so, wir machen mal mit. Vielleicht gewinnen wir ja wirklich was. Und dann würde ich sagen, gebe ich das ja schnell ein. E-Mail-Adresse. So, warte, wie mache ich das, dass ihr das nicht seht? Obwohl, ich mache das nur schnell. So, ich habe noch zweimal auf weiter gedrückt, zweimal meine E-Mail-Adresse eingeben und jetzt wird euch sogar hier auch mit. It's on the way! Hier war noch irgendwie sowas, was man irgendwie anklicken musste, aber wie auch immer. Genau, das war's jetzt von diesem Vote. Ihr könnt mir kurz schreiben, was ihr jeweils gewotet hättet. Würde mich sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, war's das auch hiermit von diesem Video. Genau, mögliche Videos könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben und welche Votes fandet ihr? Wo habt ihr mich verstanden, wo nicht? Und ja, das anschauen. Bis zum nächsten Mal und wenn ihr Bock auf irgendwelche Streams habt und mich irgendwas fragen wollt, check gerne einfach mal meine Streams ab, ne? Einfach hier, warte mal, wo bin ich hier? Genau hier. Das ist hier meine E-Mail-Adresse wahrscheinlich. Meine Webadresse für meine Streams auf Twitch, ne? Checkt sie gerne ab und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Zickaffe. Haut rein. Ciao.